Nein, überhaupt kein Esel war, wer am Sonntagnachmittag den Weg in die Energiefabrik Knappenrode gefunden hatte. Mit dem sogenannten Kehraus hatte man sich von den Freiluftaktivitäten für dieses Jahr verabschiedet. Ein buntes Programm gab es für kleine und große Besucher. Auf der Bühne spannte sich der Bogen von Blasmusik bis zur Bautzner Windwolkenflug am Abend. Auf der kurzen Meile konnte man wieder vielen Handwerkern über die Schulter schauen. Hier entstehen aus Wolleblüten in herbstlichen Farben. Auch der Schmied zog viele interessierte Blicke auf sich.